Das Thema Zeitarbeit, im Fachjargon Arbeitnehmerüberlassung, ist seit seiner Einführung Ende 1960 ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Zeitarbeiter können sich kaum gewerkschaftlich organisieren, werden nicht auf dem gleichen Niveau bezahlt wie die Kollegen, sagen die Gegner des Modells. Befürworter loben die hohe Flexibilität, mit der eine Firma für zum Beispiel zeitlich begrenzte Projekte Mitarbeiter einstellen kann. Die Firma Schmerserl setzt schon seit langem Zeitarbeiter im Unternehmen ein. Für Philipp Schmerserl ist das Thema Zeitarbeit nicht negativ besetzt. Wenn wir genug Arbeit haben, langfristig, dann stellen wir ein, ganz klar, ne? Aber auch wir haben natürlich Spitzen, das ist einmal saisonal bedingt oder jetzt gerade hatten wir eine Systemumstellung auf SAP, wo dann halt viel liegen geblieben ist darüber, weil wir uns einfach darauf konzentrieren mussten. Und um sowas wieder abzufangen oder so, da kann man sich natürlich darüber sehr gut behelfen mal. Wenn es absehbar ist, dass dieser hohe Stand wahrscheinlich nicht anhält, dann ist das eine gute Möglichkeit, ne? Stück für Stück wurden die Möglichkeiten der Mitarbeiterüberlassung liberalisiert. 2003 zum Beispiel fiel die zeitliche Begrenzung der Überlassung komplett weg. Der Zeitarbeitsmitarbeiter befindet sich in einem Dreiecksverhältnis zu zwei Arbeitgebern, dem Verleiher und dem Entleiher, was durchaus auch zu Konflikten führen kann. Von 560 Angestellten sind derzeit 15 in Leiharbeit für Schmerserl tätig. Eine von ihnen Sabine Kallis. Nach mehrmonatigen Versuchen, eine neue Stelle zu finden, ging sie den Weg via Zeitarbeit. Auch sie hatte Bedenken im Vorfeld. Ich war jetzt ein halbes Jahr arbeitslos, habe viele Wege probiert, mich sehr breit auch beworben und wollte aber einfach unbedingt wieder in eine Anstellung hinein und habe mich daraufhin auch bei der Zeitarbeit beworben und bekam dann den Vorschlag für einen Einsatz bei Schmerserl und habe gesagt, ich probiere es einfach. Sabine Kallis hat nicht das Gefühl, eine Mitarbeiterin zweiter Klasse zu sein. Man hat mir erstmal alles Mögliche gezeigt, so die Büros und wie alles so abläuft. Ich wurde dann zu einer Kollegin zugeteilt, sie hat mich dann eingearbeitet, hat mir das SAP vorgestellt, hat mir die Abläufe erklärt, hat mich mit Infomaterial versorgt. Ich fühle mich aufgenommen. Also ich kann wirklich von dem Gefühl her nur Positives sagen. Also, ich komme auch sehr gerne hierher und fühle mich nicht anders behandelt. Zeitarbeit kann bei weniger spezialisierten Tätigkeiten eine Alternative sein. Ein wirksames Mittel gegen den derzeitigen Fachkräftemangel ist sie bis jetzt aber nicht. Wir sind natürlich auf einer Seite sehr montagelastig und haben dort viele Tätigkeiten, die auch von qualifiziert angelerntem Personal gemacht werden können. Dafür ist Zeitarbeit wirklich gut oder auch für die Sacharbeiterfunktion, Auftragszentrum, und so weiter, aber für die Spezialisten dann eher weniger.